Genau. Ich wollte heute also in erster Linie zwei Dinge. Erstens wollte ich gerne mit euch Fragen beantworten rund um das Thema Podcast. Also viele von euch haben ja schon gesehen, ich habe meinen Podcast gelauncht und eigentlich wäre der erst heute online gegangen. Da waren die Podcast-Plattformen schneller als wir. Lustig ist das eigentlich, sonst sind wir eher ein bisschen zu langsam und dieses Mal waren die aber schneller als wir. Insofern waren wir dann schon am Freitag on air sozusagen. Und es gibt, glaube ich, schon mittlerweile, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, es sind schon 7 Folgen. Also wir haben Vollgas produziert letzte Woche. Und ja, es gibt so ein bisschen Querbeet-Themen, Haltung, Fütterung, über mich. Ja, ich habe so ein bisschen meinen Werdegang erzählt auch. Ich glaube, das sind auch ein paar hoffentlich ermutigende Worte dabei gewesen. Aber es gab schon ganz liebes Feedback zur ersten Folge. Und genau, also was hatte ich denn noch? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich da jetzt alles. Mentaltraining habe ich auch eine extra Episode gemacht. Genau. Und ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr natürlich euch den einen oder anderen Podcast mal anhört und auch Feedback gebt, weil ich natürlich ja für euch diese Inhalte produziere und mich deswegen freue, wenn die auch interessant für euch sind. Und ich habe ja letzte Woche schon ein Interview auch mit der lieben Alexandra, die war jetzt gerade auch hier in Instagram Live, ein Interview gegeben. Irish Cop Daily heißt die Alexandra auf Instagram. Da gab es letzte Woche schon ein Interview und Teil 2 kommt. Ist das schon raus eigentlich, Alexandra, Teil 2? Ich habe es jetzt gerade gar nicht vorliegen, aber ich gebe auf jeden Fall Bescheid. Und heute ist ein Interview rausgegangen, auch mit der Veronika Klein, Tierärztin von Kernkompetenz Pferd. Ja, genau. Also ihr seht, es ist immer was los jetzt im Moment zum Thema Podcast. Und ich freue mich auf jeden Fall mega über euer Feedback. Ganz, ganz viel liebes Feedback habe ich schon bekommen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auch immer über Themenvorschläge. Und wenn ihr Probleme habt, es hat mich eigentlich nur eine Meldung erreicht, dass was nicht funktioniert und das war Google Podcast. Aber tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, 50 andere Leute das auf Google Podcast schon abonniert haben. Also bei denen hat es offensichtlich schon funktioniert. Und manchmal muss man das Handy auch neu starten, habe ich festgestellt. Ich probiere das ja auch mal ein bisschen aus. Manchmal werden auch nicht gleich alle Episoden angezeigt. Und ich habe gelernt, ich bin ja auch ein Podcaster-Newbie sozusagen. Da lernt man, ich habe die Woche sehr viel gelernt. Und ich habe verstanden, dass wenn man ein Abo hinterlässt, sind die Folgen immer schneller da. Deswegen Abo rentiert sich schon, weil man dann halt sofort die Folge auch hat. Und sonst kann das irgendwie 3 bis 5 Stunden Verspätung irgendwie mindestens sein. Genau. Gut, schön, Katharina. Die Katharina hat den Podcast mit der Veronika schon gehört. Schön, freue ich mich. Cool. Ja, ein paar haben schon rein gehört. Cool, Gerhard, das freut mich, dass du sagst, es funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass das manchmal am Handy auch liegt. Also manchmal muss man es, glaube ich, wirklich neu starten. Manchmal muss man vielleicht auch so eine App neu installieren. Wie gesagt, ich bin da noch an der Fehlerforschung dran. Aber insgesamt freue ich mich, weil wird tatsächlich gut genutzt und auch nächste Woche kommen schon wieder neue Folgen. Also genau, wir versuchen da jetzt mal ein bisschen ein paar Episoden zu machen. Und am Dienstag habe ich gerade gesehen, ist der Podcast dann bei der Alexandra auch der zweite Teil zum Querbeet-Fragen beantworten. Hat auch Spaß gemacht, das Interview. Viele tolle Themen hatten wir da. Die Alexandra war bei mir im Office. Genau, und das hat echt Spaß gemacht. Gut, also habt ihr Fragen zum Thema Podcast, weil sonst würden wir gleich weitergehen zum Thema neue Online-Ausbildung. Gibt es da zum Thema Podcast noch irgendwas, was euch am Herzen liegt? Also ich würde jetzt tatsächlich auch ein paar so Umfragen machen wollen zu jeder Episode, damit ich so ein bisschen besser weiß, was gefällt euch besser oder was ist euch lieber oder welches Thema. Weil wie gesagt, für mich ist es einfach in erster Linie Zeit, ja, was ich da investiere und ob ich jetzt über Ernährung spreche oder über Hufe spreche oder über Bodenarbeit spreche, ist mir eigentlich wurscht, weil für mich zählt einfach, dass es euch gefällt und dass es euch eben auch weiterhilft. Genau. Hast du einen Podcast mit Kevin Hollywood aufgenommen? Das ist witzig, Susi, dass du mich das fragst. Jetzt muss ich dich mal fragen, wieso fragst du mich das? Weil ich war mit Kevin tatsächlich letzte Woche in Kontakt und da hat er sich bei mir gemeldet, also wegen einer Story. Und dann habe ich ihm geschrieben, Kevin, wir zwei könnten doch mal Podcast machen. Und ich wollte eigentlich mich selber einladen in seinen Podcast, weil ich war mir ganz sicher, er hat einen. Er ist ja super aktiv, so in allen möglichen Sachen. Und dann hat er aber gesagt, er hat gar keinen. Und dann hat er eben gemeint, er würde aber in meinen kommen. Genau.
Und das war irgendwie witzig, ja. Deswegen, ich muss mal schauen. Oh, da gibt es Anfragen, das probiere ich jetzt auch mal schnell aus. Moment, wie kann ich denn das jetzt? Das wollte ich eh immer schon mal ausprobieren. Wie mache ich denn das jetzt? Da gab es jetzt, das wollte ich mal ausprobieren. Ich bin heute so ein bisschen im kreativen Brainstorming. Jetzt habe ich da mal versucht, eine Anfrage auf Instagram anzunehmen. Und? Oh! Oh, das gibt eine Rückkopplung. Ah nee, das funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Wie mache ich das jetzt wieder weg? Nee. Das war wohl keine so gute Idee. Oh. Jetzt habe ich eine Anfrage angenommen, jetzt musst du aber wieder rausgehen, weil das gibt eine Rückkopplung. Moment, Moment, Moment. Jetzt sind. Okay, das haben wir probiert, das funktioniert nicht, weil es gibt eine Rückkopplung, aber war trotzdem interessant. Sehr lieben. Dann machen wir weiter mit dem Thema neues Online-Seminar, wenn es zu kurz keine Fragen mehr gibt. Aber das scheint ja soweit eigentlich bei allen, Gott sei Dank, ganz gut zu laufen. So. Okay, jetzt bin ich wieder da. Gut, ihr Lieben. Podcast über Kotwasser, Podcast über Calvin Hollywood, nee, Mentaltraining. Ja, schaue ich mir alles gerne an. Spannend, spannend. Genau. Am besten, ihr schickt mir ein, am besten wäre überhaupt unter meinem Podcast Beiträgen immer so einen Kommentar mit dem Themenvorschlag zu machen, weil da gehen sie nämlich nicht verloren, weil da gehe ich immer wieder rein. Und wenn ich neue Podcasts aufnehme, dann schaue ich danach, was euch da interessiert. Genau, cool. Also, ihr Lieben, nächste Woche mindestens zwei neue Episoden. Deswegen, ich freue mich über ein Abo und wenn ihr euch das anhört, weil ich sage immer, weil Wissen schützt. Und ja, kostenlos ist es ja auch, aber ich glaube nicht umsonst. So, jetzt wollte ich zu meinem Thema Online-Seminar kommen. Da gab es nämlich, glaube ich, so viele Rückfragen wie noch nie. Ist offensichtlich so ein bisschen ein Kommunikationsproblem bei uns gewesen. Also irgendwie haben wir es nicht so gut rüber kommuniziert bekommen. Ganz viele haben gefragt, ja, aber was ist jetzt der Unterschied vor allem zum Bodenarbeits-Online-Seminar? Und was ist der Unterschied zum 14.3. ehemaligen Verlasspferdekurs, jetzt ganzheitliche Online-Pferdeausbildung? Ja, und wenn ich jetzt Interessentin bin, rentiert sich das für mich. Also dieses Online-Seminar ist in weiten Teilen tatsächlich neu, ja. Und entstanden ist es eigentlich, damit ihr so ein bisschen versteht, aus dem Hintergrund, dass ich festgestellt habe, ganz viele Leute haben Verladeprobleme oder zumindest latent Verladeprobleme. Ja, also das heißt, manchmal geht das Pferd in den Hänger, manchmal nicht. Oder sie trauen sich einfach nicht, alleine zu verladen oder sie sind selber wahnsinnig nervös und aufgeregt und das ist ja dann im Endeffekt fürs Pferd auch nicht so schön. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund gewesen, dass ich gesagt habe, ja gut, aber Verladen ist ja eigentlich gar nicht so schwer, weil ich habe ja früher, wie ich noch normal Offline-Trainings gemacht habe, also so individuelle Einzelstunden und Kurse oder Mehrkurse zumindest, ja, habe ich eigentlich nie ein Thema gehabt mit dem Verladen. Also selbst die Problempferde, ich hatte das immer ganz schnell gelöst, ja, ein paar Trainings und dann ging das. Und da habe ich eben über viele, viele Jahre ein System entwickelt, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und eigentlich auch nicht so schwer ist, ja. Nur zum Thema Verladen gehören dann eben noch schon einige Aspekte. Es gehört ganz wichtig das Thema Balance dazu, ja. Und viele Pferde sind einfach so schief und so steif, ja, und in ihrem Körper einfach nicht geschmeidig genug, als dass sie sowohl das Verladen und noch schlimmer dann die Fahrt gut bewältigen können. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund, ja. Wenn ich ein Pferd zwar irgendwie reinkriege, aber das merkt während der Fahrt, es hat echte Probleme mit dem Gleichgewicht, es kann sich halt nicht gut austarieren. Es hat Angst, ja, weil es einfach auf die Geräuschkulisse nicht vorbereitet ist und so weiter. Dann ist es eben so, dass das Pferd sich das natürlich merkt, ja. Und wir wissen ja, Pferde können mit einer Wiederholung lernen. Das heißt, wenn sie einmal eine schlechte Erfahrung im Hänger gemacht hat und haben, also schlecht muss auch gar nicht sein, der Hänger ist umgefallen oder es gab einen Unfall oder wir müssten ganz furchtbar bremsen. Ja, für ein Pferd schlecht kann schon sein, es war da drinnen, es war laut und hat sich einfach nicht wohlgefühlt.
Und das müssen wir einfach verstehen. Und das kann einfach schon der Grund sein, warum ein Pferd sich im Hänger nicht wohlfühlt und auch nicht gerne fährt oder einfach unsicher fährt, ja. Und da gibt es einfach Übungen jetzt in diesem neuen Online-Seminar. Und diese Übungen sind jetzt nicht nur was zum Verladen, sondern diese Übungen zahlen auf ganz viele Sachen ein. Die sind im Endeffekt in erster Linie Übungen der Ergotherapie für Pferde, ja. Und die sind komplett neu. Also in keinem anderen Online-Seminar habe ich die jemals gezeigt. Also komplett neuer Block, Ergotherapie für Pferde. Das sind wahnsinnig abwechslungsreiche Übungen. Also das sind auch Übungen, selbst wenn du kein Verladeproblem hast, die wirklich ganz viel Spaß machen, die ganz viel Abwechslung und auch ja, eine coole Balance-Schulung einfach mit sich bringen. Das heißt, das ist der eine Block, diese Bodenarbeit, die komplett neu ist. Es gibt ein paar alte, aber nicht viele, ich glaube 3 oder 4 alte Videos für die, die schon Bodenarbeit gemacht haben. Ja, also es sind nicht viele, die sich da wiederholen, sondern die Ergotherapie ist komplett neu und das ist ein großer Block eben. Dann gibt es einen großen Block, wo wir nochmal intensiv das Thema der Mensch beleuchten. Das heißt, da gibt es neue Videos zum Thema Mimikblick-Schulung, nämlich 3 Videos haben wir da aufgenommen. Ich habe heute mal einen kleinen Schnipsel auf YouTube geteilt, beziehungsweise auch auf meiner Facebook-Seite, beziehungsweise einen ganz, ganz kurzen Schnipsel auch auf Instagram. Aber da kann man ja immer nicht so gut so viel teilen, ja. Also wenn dich das interessiert, schau es dir gerne auch auf YouTube oder Facebook an, wenn du es in Instagram nur das ganz kleine Video gesehen hast. Genau, das heißt, davon gibt es 3 komplett neue Videos. Dann gibt es eben neue Videos zum Thema Belohnungssysteme. Ja? Also das heißt, wir gehen wirklich noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe der Trainingsdidaktik. Ja? Also das sind auch Videos, die ihr in keinem anderen Online-Kurs oder Online-Ausbildung bei mir jemals hattet. Dann gibt es Videos zum Thema Mentaltraining. Da gibt es ein erstes Video, was schon in anderen Online-Ausbildungen war. Ja, also das wäre Wiederholung, aber es gibt eben auch neue. Und ich habe mich jetzt eben dazu entschlossen, dass ich auch noch eine zusätzliche Live-Session mache, also zum Thema Mentaltraining. Das heißt, wir werden auf jeden Fall live auch zusätzlich noch über dieses Thema sprechen und ihr bekommt eben auch neue, ja, Mentaltrainingsaufzeichnungen, die ihr dann ja auch wie gewohnt zum Beispiel im Auto auf dem Weg zum Stall hören könnt, ja, habt ihr ja die Möglichkeit eben über die App, ja. Und es gibt jede Menge neue Hausaufgaben. Also es wird ziemlich viel an euch gearbeitet, ja, weil für mich einfach die Basis, dass ein Pferdetraining gut wird oder auch erfolgreich ist, ist immer der Mensch, ja. Und für mich ist ja das Verladetraining schon auch ein bisschen, wie soll ich sagen, die Krönung der Bodenarbeit ist das ein bisschen für mich. Und deswegen ist es eben noch wichtiger, dass wir unser Pferd genau lesen, dass wir unseren Körper vor allem auch ganz genau kennen und unseren Körper auch unter Kontrolle haben. Weil wenn jetzt ein Pferd aus dem Hänger rausschießt und wir sind so erstarrt und sozusagen fallen dann auch noch in uns zusammen, dann ist halt oft das eher eine Bestätigung für das Pferd, dass das jetzt richtig war. Weil wenn wir die Gerte senken und in uns zusammenfallen, weil wir jetzt irgendwie total neben uns stehen, ja, dann wird das Pferd ja eigentlich in seinem Tun bestätigt, ja. Und das heißt, wir arbeiten wirklich viel auch an uns selbst, ja, auch mit neuen Hausaufgaben, die ihr nicht kennt, auch wenn ihr in der Bodenarbeit wart, da gab es ja schon einige Hausaufgaben, auch in der Zirzense gibt es jetzt Hausaufgaben. Wir sind mehr jetzt wie Schule, nämlich. Nee, ich finde diese Hausaufgaben tatsächlich sehr, sehr wertvoll. Ich habe das ja eh in der Bodenarbeit, glaube ich, neu erfunden als Lernmaterial. Aber tatsächlich dieses sich selbst nochmal Gedanken machen und auch was niederschreiben, hat einen ganz, ganz hohen Wert meiner Meinung nach. Und das sage ich ja auch in meinem Podcast zum Thema Mentaltraining. Schreiben ist wichtig, aber fühlen ist noch wichtiger. Und genau, das wird auf jeden Fall ein neuer Block. Dann gibt es natürlich Verladevideos, ja, Verladevideos, alle, die schon Verladevideos hatten, da gibt es auf jeden Fall noch neue dazu. Also das sind auch neue dabei. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, was habe ich denn jetzt? Achso, und dann gibt es noch Abkauübungen, genau, also die, die nur Bonarbeit oder Zirzense gemacht haben. Das ist auch komplett neuer Block für euch, die Abkauübungen. Meiner Meinung nach ganz, ganz wertvolle Gymnastizierung von unten auch, ja. Und das kann man auch wunderbar vorm Reiten machen. Genau, das heißt, alle, die in der ganzheitlichen Online-Pferdeausbildung sind, die kennen das schon. Aber die wissen, Abkauübungen kann man in Webinaren und so weiter immer neu und immer weiter lernen. Und ja, genau, und dann gibt es eben die Webinare und Fragenbeantwortungssession und eben auch Mentaltrainings-Live-Session. Ja.
Also das heißt, insgesamt, wenn wir es mal zusammenfassen, es gibt ein bisschen Bodenarbeit, die wiederholt wird für die, die schon Bodenarbeit hatten. Das ist aber tatsächlich nicht so viel. Und es gibt für die, die schon die ganzheitliche Online-Pferdeausbildung hatten, die Abkauübungen als Wiederholung und eine Stunde Mentaltraining als Wiederholung. Das heißt, insgesamt ist es nicht so viel Wiederholung, wie, glaube ich, die meisten ursprünglich gedacht hatten. Und wir haben das auch euch allen zugeschickt. Also alle, die jemals schon eine Online-Ausbildung oder Bodenarbeit bei mir gebucht haben, egal ob ihr live dabei wart oder nicht, ihr müsst sowas bekommen haben. Ja? Und wenn ihr das nicht bekommen habt, dann ist es wahrscheinlich leider im Spam-Ordner gelandet. Ja? Und wenn es nicht im Spam-Ordner ist, dann müsst ihr sofort eine E-Mail schreiben, weil das ist eine ganz wichtige Info, weil da habt ihr wirklich alle Bausteine, die eben neu sind. Ich halte es mal in die Kamera. Diese schöne Regenbogengrafik haben wir erstellt. Ja? Das heißt, das sind alles eure neuen Inhalte für den jeweiligen Kurs sozusagen individuell immer ganz genau dargestellt. Ja? Und wenn ihr das nicht bekommen habt, ist schlecht, weil da ist nämlich auch euer Rabatt drin. Weil ihr wisst, jedes Mal, wenn ihr eine Online-Ausbildung oder ein Online-Seminar bei mir kauft, bekommt ihr auf jede andere Online-Ausbildung oder Online-Seminar auch Rabatt. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr eben diese E-Mails auch immer bekommt. Und die bekommt ihr, wenn ihr mich zum Adressbuch hinzufügt. Ja, Spam ist leider ein Riesenproblem heutzutage. Deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass ihr einfach meine E-Mail-Adressen info@sandrafenzel.com und sandra.fenzel@gmail.com, dass ihr diese zwei E-Mail-Adressen zu eurem E-Mail-Adressbuch hinzufügt. Man nennt das so Whitelisting, also weiße Liste bin ich dann sozusagen. Und dann kommen normalerweise alle E-Mails auch an. So, genau. Und dann gab es eben viele Fragen zu diesem Thema. Also, kann man immer einsteigen und gibt es einzelne Termine oder eben gewisse Fristen? Es wird wahrscheinlich so ablaufen, weil das ja jetzt eine neue Online-Ausbildung ist. Ich denke, es wird so ablaufen, dass ich das jetzt sozusagen einmal mache. Die Webinare ziehen sich über 4 Monate oder 3,5 Monate, um ganz genau zu sein. Das heißt, 4 Monate ist das wirklich Hardcore-Intensiv-Coaching. Es gibt ja auch eine geschlossene Facebook-Gruppe im Gegensatz zu Bodenarbeit. Und im Gegensatz zu Bodenarbeit sind alle live dabei in allen Webinaren, in allen Fragenbeantwortungssessions oder Mentaltraining-Sessions. Das heißt, ihr seid alle live dabei. Die, die Gold haben, können auch noch Videos schicken. Das ist ja jetzt so altbewährtes System, das funktioniert auch sehr gut. Aber es sind immer alle dabei, die wollen. Und sonst bekommt ihr dann eben die Aufzeichnung, auch das für immer zur Verfügung gestellt. Genau. Das heißt, man wird nicht für immer einsteigen können. Also ich denke, man kann jetzt bis zur ersten Fragenbeantwortungssession, denke ich, noch einsteigen oder bis alle Kursplätze voll sind. Ich habe ganz bewusst diesen Kurs. Will ich nicht so groß halten, weil das einfach so ein bisschen spezieller ist als Thema und weil es eben auch mit diesem individuellen Coaching, Mentaltraining und so weiter, ich brauche da einfach ein bisschen Zeit und Raum, um wirklich alle Fragen auch klären zu können. Und eben auch beim Verladen ist es mir wichtig. Deswegen, es wird weder so viele Goldteilnehmer geben wie sonst, noch wird es so viele Silberteilnehmer geben. Ja. Und wenn das eben erreicht ist, und ich glaube, das sind jetzt nicht mehr viele Plätze, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich glaube, es waren noch so 8 oder so. Wenn das erreicht ist, machen wir zu. Und dann wird es wohl so sein, dass wir den Kurs dann sozusagen fertig machen. Das heißt, 4 Monate ab 1. März. Deswegen starten wir jetzt auch ab 1. März und nicht so irgendwie Ende komische 3. Februarwoche, sondern 1. März. Dann ist das ein gutes Datum. 4 Monate, also März, April, Mai, Juni. Und dann kann man wahrscheinlich danach, ich nehme jetzt mal an, vielleicht eventuell mit Anfang Juli, dieses Online-Seminar als Selbstlernkurs kaufen. Ja, ich weiß allerdings noch nicht zu welchem Preis, weil tendenziell wird es nicht immer unbedingt günstiger, weil ich gebe ja immer eine gewisse Lehrstundenanzahl vor, die dann aber irgendwie jedes Mal total überstiegen wird. Das ist immer das Gleiche, weil es ist tatsächlich so, ich produziere ja nicht alle Videos komplett, wenn ich jetzt am Montag starte, sind nicht 100% aller Videos produziert. Ja? Aus dem einfachen Grund, weil ich immer ja in Interaktion und auch in Feedbackschleife mit meinen lieben Teilnehmern bin. Und wenn die sagen, boah, das Thema war jetzt mega spannend, könntest du da jetzt vielleicht nochmal ein zusätzliches Video zu dies und das machen, dann mache ich das. Ja? Also das heißt, diese Online-Seminare, so alle meine Online-Seminare funktionieren auch so, werden immer weiter entwickelt, immer weiter verbessert und immer auch noch erweitert. Ja? Und das funktioniert sehr, sehr gut.
Ich meine, zum Beispiel Bodenarbeits-Online-Seminar haben wir das genauso gemacht und das Feedback vom Online-Bodenarbeits-Seminar ist ja wirklich mega gut, ja. Und der große Unterschied ist eben, Online-Bodenarbeits-Seminar ist wirklich so, ist ganz wichtig und ist aber wirklich Gymnastizierung, ist also ein bisschen trockener, sage ich jetzt mal böse. Und das, was wir hier machen, ist so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, nur spaßiger, aber es hat ein bisschen eine andere Note. Es ist noch mehr in Richtung, wir machen die Basis an uns selbst, wir machen die Basis an Vertrauen zwischen Mensch und Pferd. Wir üben da auch sehr, sehr spezielle Übungen, die es vielleicht auch ein bisschen für das Pferd ans Limit gehen, im Sinne von, unebener Untergrund, was jetzt zum Beispiel das Hängerfahren wieder vorbereitet, ja, oder auch laute Geräusche und all diese Sachen, dass wir wirklich da eine ganz, ganz gute Beziehung mit unserem Pferd entwickeln, aber eben auch ganz viele Übungen einfach abwechslungsreich in das Trainingsprogramm mit aufnehmen können, ja. Und das ist so ein bisschen der Unterschied, ja. Ins Bodenarbeits-Online-Seminar kann man jederzeit einsteigen, Stefanie, das ist richtig. Und das ist jetzt eben wirklich ein Selbstlernkurs. Das heißt, du hast insgesamt 3 Webinaraufzeichnungen, die relativ lang sind. Und dann gibt es zusätzlich 5 Fragen-Beantwortungs-Sessions. Deswegen habe ich da tatsächlich so viele gemacht, weil ich glaube, alle Fragen ungefähr, die jemals zu diesen Inhalten entstehen können, sind damit abgearbeitet. Aber tatsächlich, wenn du jetzt sagst, ja, keine Ahnung, beim Schenkelweichen, okay, ich habe jetzt alle Fragen-Sessions durchgeschaut, mir ist jetzt trotzdem nicht klar, das und jenes, dann kannst du uns immer eine E-Mail schreiben. Genau. Also das ist auf jeden Fall natürlich gerne immer noch möglich. Aber es ist eben so, dass zu den Lehrinhalten eigentlich kaum mehr Fragen kommen, weil die letzte Fragen-Beantwortungs-Session war ja vor ziemlich genau 6 Wochen. Und ja, es kommen eigentlich kaum mehr Fragen, weil tatsächlich, wie gesagt, man kann ja bei diesen Aufzeichnungen gibt es immer ein genaues Inhaltsverzeichnis. Das heißt, es ist ungefähr so lang und da stehen wirklich alle Fragen und die Zeitangaben ganz genau drin. Das heißt, man muss sich jetzt nicht 5 Fragen-Sessions komplett anschauen, was ja irgendwie dann auch wieder 10, 12, 14 Stunden Lehrzeit ist, sondern man kann einfach da reingehen, Steuerung F zum Beispiel, Mobilisationsübung suchen und dann weiß man sofort, ah ja, von Minute 10.03 bis Minute 14.08 ist Mobilisationsübung drin. Und dann klickt man da drauf und dann kann man sich dazu eben diesen Teil einfach speziell anschauen, wenn man jetzt dazu einfach eine Frage hat. Also genau. So, wenn ich jetzt, Verena, eine 2-jährige Stute hätte, dann würde ich auf jeden Fall das neue Online-Seminar nehmen, weil das ist einfach ein bisschen spielerischer und ein bisschen kreativer und eben für so ein junges Pferd meiner Meinung nach wirklich eine ganz, ganz tolle Basis, weil wirklich einfach dieses Vertrauensverhältnis ungemein gefördert wird, ja. Und wie gesagt, wenn jemand ein Verladethema hat, würde ich auch immer das neue Online-Seminar empfehlen, weil Verladen ist so, so wichtig. Ja. Also immer wieder sehe ich in der Praxis, ich könnte, ehrlich gesagt, ich könnte überhaupt nicht schlafen. Ich bin ja da so ein Sicherheitstyp dann tatsächlich auch. Wenn ich wüsste, dass ich mein Pferd nicht jederzeit entspannt verladen kann, könnte ich, glaube ich, gar nicht schlafen. Also wenn ihr ein Verladeproblem habt, bitte kommt in dieses Online-Seminar. Ich bin mir ganz sicher, wir kriegen das gemeinsam hin. Aber deswegen ist der Aufbau auch so, wie er ist. Er beginnt eben nicht beim Verladen, sondern er beginnt bei ganz, ganz anderen Themen, ja, nämlich an dir. Das ist ein wichtiges Thema. An unserer Trainingsdidaktik, ja, wie bringen wir einem Pferd was bei? Wie können wir unseren eigenen Körper besser schulen, ja, also auch besser kontrollieren, ja? Wie können wir einem Pferd Mut machen, anstatt es zu demotivieren in einem Moment, wo es eh schon unsicher ist, ja? Wie sehe ich, dass ein Pferd überhaupt schon unsicher ist, ja? Und deswegen für mich, also wenn man wirklich jetzt so gar keine, also wenn man jetzt mit dem Pferd noch ganz wenig gemacht hat oder das Pferd jung ist oder ein neues Pferd hat oder ein Verladeproblem hat oder man selber als Mensch noch nicht so sicher ist. Es gibt ja auch Menschen, die haben ihr erstes Pferd und haben vielleicht sonst einmal die Woche irgendwie in der Reitschule Unterricht gehabt. Dann würde ich tatsächlich dieses Seminar empfehlen, weil es bei uns auch ganz, ganz intensiv ansetzt. Ja, also dass wir einfach von Anfang an nicht diese Misskommunikation mit unserem Pferd haben, was ja viele Leute einfach haben. Ja, genau. Gut.
So, welche Utensilien, Jenny? Also ich gehe, es gibt natürlich ein neues Video zum Thema Ausrüstung. Man braucht nicht viel. Ich empfehle nach wie vor meine Serreta. Das erkläre ich dann auch eben in diesem Ausrüstungsvideo. Man braucht ein gutes Bodenarbeitsseil. Auch da in Also sage ich, welche ich verwende und welche Länge. Man braucht im Endeffekt eine Gerte, ja, also, aber das haben die meisten, glaube ich, schon zu Hause. Auch da sage ich, welche unterschiedlichen Gerten ich verwende. Und zum Verladen tatsächlich empfehle ich ausnahmsweise Gamaschen. Ich bin ja sonst nicht so der Gamaschentyp, ja, also ich reite jetzt auch nicht Dressur oder so mit Gamaschen oder Bandagen oder so. Weil genau das ist das Thema. Wir wollen unsere Pferde so gut in Balance haben und so gut mit ihrer Körperkoordination schulen, dass wir eben eigentlich keine Gamaschen und Bandagen brauchen. Für mich ist trotzdem beim Verladen, also ich ziehe tatsächlich vier Gamaschen an, aber keine Transportgamaschen, sondern Arbeits-, also Trainingsgamaschen für die Pferde, weil ich der Meinung bin, damit können sie sich besser bewegen. Genau, also das war jetzt für das neue Online-Seminar im Schnelldurchlauf die Ausrüstungskunde. Und klar, jetzt für diese Übungen, die dazukommen, da gibt es dann natürlich schon noch mal ein paar Ausrüstungsgegenstände, die günstig oder praktisch sind, wie Stangen oder Pylonen und so weiter. Aber auch da ist es so, dass man da auch ziemlich viel, glaube ich, auch Alternativen nutzen kann. Ja, es muss keine Pylone sein, es kann auch ein alter Futtereimer sein, es muss auch nicht zwingend eine Stange sein, es kann auch einfach ein Baumstamm sein. Also wie gesagt, man muss jetzt da nicht gleich 2000 Euro in irgendwelche Ausrüstungsgegenstände investieren. Genau. Genau, also da gibt es Jenny, da gebe ich dann auch eine Liste raus, was ich verwende, was es auch günstig gibt beim Baumarkt oder so, oder was man alternativ auch findet vielleicht, wo man einfach auch nicht wirklich unbedingt Geld in die Hand nehmen muss, damit man diese Übungen auch ausführen kann. Genau, und tatsächlich ist es so, ich habe festgestellt, Jenny, bei uns am Stall zum Beispiel gibt es hier so ein, wir nennen das Spiel- und Spaßbereich. Das heißt, das ist ein Teil in der Halle, wo wir all diese Sachen lagern dürfen. Also jeder halt sein eigenes Zeug. Die Regel ist bei uns am Stall so, jeder kann das lagern, kostenfrei. Und wenn das aber dort gelagert wird, darf es jeder aus dem Stall nutzen. Und wenn man was kaputt macht, dann sucht man sozusagen einfach den Besitzer. Also wir haben so eine WhatsApp-Stallgruppe und dann ersetzt man das einfach. Ja, also. Es gibt ja auch Haftpflichtversicherungen für Pferde, deswegen ist es auch nicht so tragisch, wenn da mal tatsächlich was kaputt ginge. Und ja, und das ist eben so bei uns das System. Und tatsächlich ist es so, dass man, wenn man in seinem Bekanntenkreis manchmal fragt, du hast du vielleicht, keine Ahnung, so eine Matte oder eine Plane oder irgendwas, da findet man echt ganz oft irgendwelche alten Sachen oder aus der Schule Sachen, die ausrangiert werden. Da muss man oft gar nicht irgendwie einkaufen gehen. So, Verladeinfos, Lissy, genau, die zum Beispiel, das ist ja ein Bonus, in den ich mit dem Andreas Ebner, seines Zeichen, mein Hängerexperte des Vertrauens sozusagen, drehe. Da werden wir auf jeden Fall versuchen, Österreich und Deutschland mit reinzunehmen. Genau, das wäre schon mein Ziel. Diese Videos aber tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir noch nicht gedreht, aber die wären auf jeden Fall sehr, sehr cool und sehr, sehr hilfreich. Also auch das Thema Hängerkauf und eben auch da diese ganzen Haftungsgeschichten und diese Verhältnisse von Zugfahrzeug zu Hänger und so weiter, das finde ich wahnsinnig wichtig. Bianca, ich denke nicht, dass es das extra zu kaufen gibt. Also muss ich mir überlegen, aber im Moment habe ich das erstmal nicht vor, dass ich das jetzt sozusagen wieder zerstückle, weil ich persönlich habe ja immer lieber, also ich werde mittelfristig werde ich sicherlich mehr auch so kleinere Sachen anbieten, aber tatsächlich, es gibt so ein paar Sachen, wo ich finde, das ist irgendwie ein Gesamtpaket und deswegen finde ich das dann eigentlich auch schöner, als Gesamtpaket zuzulassen. Aber Bianca, wenn du mein Newsletter bekommst, dann wirst du auf jeden Fall informiert, sollte ich mich da umentscheiden. Es gibt dann irgendwie einzelne Teile. Genau. Gut, was gibt es denn noch für Fragen zu meinem tollen Online-Seminar? Wir starten morgen, nicht vergessen. Aber wie gesagt, man kann sonst auch einen Tag später einsteigen, wenn man sich das jetzt nochmal einen Tag überlegen will. Und es gibt eben noch Platz. Genau, dann kann man gerne auch einen Tag später einsteigen. Podestmaße, Katie, das kommt so ein bisschen eben auch auf die Größe deines Pferdes drauf an. Also das
hat einerseits mit der Beinlänge deines Pferdes zu tun und eben auch wirklich mit seinem Stockmaß und auch ein bisschen mit seiner Geschicklichkeit und seiner Kraft. Also zum Beispiel meine Isländerstute ist ja eher klein, die kann aber schon sehr hohe Podeste steigen, weil sie einfach eine gute Technik hat und ja, von daher eben auch ziemlich eine, ja, geschickt ist. Aber sonst, also grundsätzlich, wenn das jetzt ein kleineres Pferd ist, würde ich mal so 25 bis 30 Zentimeter sagen, so als Podesthöhe. Je niedriger es ist, desto einfacher ist es natürlich. Und wenn das jetzt ein bisschen ein größeres Pferd ist, dann ja, kann man so 30 bis 40 Zentimeter jetzt mal so als grobe Höhe machen, ja. Und natürlich, je kleiner die Fläche, desto auch schwieriger ist es für das Pferd, desto präziser muss es da natürlich drauf gehen. Also es kommt eben so ein bisschen drauf an, auch was man möchte und wie man sich so ein bisschen auch selber einschätzt. Ja? Je geschickter man selber ist, desto größer sollte dann das Podest sein. Okay, Kathi, dann würde ich es eher ein bisschen niedriger und eher ein bisschen größer dafür machen, ja. Wenn es nicht so geschickt ist, dein Pferd noch. Ja? Aber dann bist du auf jeden Fall in diesem Seminar sehr, sehr gut beraten. Und dann ist auch nicht Podestarbeit das Erste, was wir üben. Auch das kommt dann so ein bisschen später, damit wir einfach dem Pferd schon ein bisschen mehr Körpergefühl gegeben haben. Ja? Genau. Gut, die Sereta, Claudia, kann man auch zum Reiten verwenden. Genau, wenn man die Dreiring-Variante nimmt, als gebisslose Variante. Ich bin ja früher ganz viel gebisslos geritten, aber tatsächlich finde ich es nicht mehr so effektiv. Also das sind auch immer so Stadien irgendwie, die ich zum Beispiel hatte. Ja, also früher war ich viel mehr gebisslos. Heute finde ich es viel effektiver, wenn ich auch eben Abkauübungen und so weiter machen kann. Deswegen reite ich tatsächlich eigentlich so kaum mehr gebisslos, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich es effektiver finde, eben wenn ich das Maul des Pferdes auch im positiven Sinne bewegen kann und dadurch eben auch das Kiefergelenk erreiche und dadurch eben auch die Wirbelsäule und damit eigentlich so den Großteil der gesamten Muskulatur des Pferdes positiv gymnastizieren kann. Ja. Aber ja, man kann natürlich mit der Serrita, wenn man drei Ringe hat, kann man reiten. Genau. Was habt ihr denn noch für Fragen? Heute geht es tatsächlich ausschließlich um eben das neue Online-Seminar und um das Thema Podcast. Also falls da jetzt doch noch jemand dazugestoßen ist und noch irgendwelche Fragen oder Probleme hat, ich schaue mal ganz schnell von meinem lieben Instagram an. Ah, oben auf das X geht man. Vielen Dank, Lucia, beim Gast. Genau, die Unterschiede zum Bodenarbeitsseminar habe ich schon gezeigt, ja. Hier, das müsstet ihr erhalten haben. Die tolle Regenbogengrafik, das sind die Unterschiede ganz genau in Übungen sogar aufgeschrieben. Also wenn du das noch nicht erhalten hast, liebe Nora, dann schick uns nochmal eine E-Mail. Sie ist auf jeden Fall für Jungpferde unbedingt geeignet, ja, auch wenn nicht geritten. Mega gutes Seminar genau dafür. Ist auch ein mega gutes Seminar, wenn du noch gar keinen Online-Kurs bei mir gemacht hast, unbedingt. Weil es wirklich so die Basis ist, ja. Also das wird für mich ja ganz überhaupt absolut Basiskurs, ja, weil man da einfach auch über sich selber, über Trainingsdidaktik, über Motivationstypen, über richtige Körpersprache lernt, ja. Und das ist ja schon mal das allererste, was man wissen sollte. Und dann eben auch wirklich diese vertrauensfördernde Bodenarbeit lernt. Genau, die Christi fragt jetzt nochmal, kann man das immer buchen? Nein, das kann man nicht immer buchen. Das kann man so lange buchen, wie es jetzt noch ein paar Plätze gibt und dann erstmal nicht mehr. Und dann ist es wahrscheinlich, Christi, so ein Selbstlernkurs, sage ich, wie die Bodenarbeit. Ja, und dann kann man es auch immer buchen. Also das wäre jetzt mein Plan. Aber wer mich kennt, weiß, ich entscheide das auch manchmal sehr spontan. Vielleicht sage ich auch, ich mache jetzt einen Kurs dieses Jahr und nächstes Jahr mache ich dann wieder einen Kurs. Das kann ich jetzt natürlich im Moment noch nicht so genau sagen. Mein Pferd reißt sich im Gelände immer frei und beißt. Ist deine ganzheitliche Online-Ausbildung dann sinnvoll? Also grundsätzlich ja. Wobei tatsächlich wärst du auch in diesem Online-Seminar schon gut aufgehoben mit diesen Themen, wenn du sagst, das sind so deine Hauptthemen.
ist das sicherlich auch ein mega gutes Seminar für dich, weil wir da eben auch auf die vertrauensfördernde Bodenarbeit sehr, sehr stark eingehen, weil wir da eben auch sehr, sehr stark auf dich eingehen als Mensch, also mehr noch, als wir das in der ganzheitlichen Online-Ausbildung machen. Ganzheitliche Online-Ausbildung ist halt natürlich für all diejenigen, die sagen, ich möchte jetzt viel über Reiten auch lernen, wäre das eben das richtige Online-Ausbildungsangebot. Die wäre am 14.03. Genau, man kann sich anmelden, aber noch nicht jetzt. Das sind einige schon ganz, glaube ich, mit den Nerven am Ende, dass man sich da immer noch nicht anmelden kann. Ich glaube, von manchen Leuten kriegen wir tatsächlich netterweise jede Woche eine E-Mail. Aber man kann sich noch nicht anmelden. Anmelden könnt ihr euch, wenn ihr den Newsletter bekommt, beziehungsweise wenn ihr auf der Liste seid, dann bekommt ihr sogar vor dem Newsletter die Info, wann man sich anmelden kann. Und die Afra-Serie ist in der ganzheitlichen Online-Ausbildung enthalten. Das ist der Jungpferdeblock, ganz, ganz richtig, genau. Man startet immer mit einem Mix. Ja, das ist in allen meinen Online-Ausbildungen so. Also wir starten immer schon auch mit uns selber. Aber jetzt in der ersten Woche, also das ist jetzt auch ein bisschen neu, dieser Kurs hat praktisch wöchentliche Freischaltung. Das ist auch ein bisschen anders, weil es mir hier eben ganz, ganz, ganz besonders wichtig ist, dass man wirklich von 0 bis Video 125 eben durchgeht. Das heißt, alle meine Online-Ausbildungen sind so, dass man die immer chronologisch machen sollte. Die ganzheitliche Online-Ausbildung ist ein bisschen anders, weil die hat eben mehrere Blöcke, wobei ich da auch überlege, ob ich es diesmal ein bisschen anders mache, weil ich versuche ja immer zu optimieren. Und tatsächlich habe ich festgestellt, wenn es ein Block ist, dann ist es für viele noch leichter nachvollziehbar. Also wichtig wäre eben idealerweise wirklich nach der Reihe, so nach der Nummerierung, wie es ist, die Videos anzuschauen. Ja. Wenn dein Pferd noch nicht bei dir ist und das eben erst, wie du schreibst, im Juli zu dir kommt, dann kannst du dich ja im Juli entscheiden. Ja, also das würde ich an deiner Stelle machen. Geh dann einfach nach deinem Gefühl und eben vielleicht auch nach dem Angebot, weil wie gesagt, vielleicht gibt es ja dann das ganzheitliche kreative Balance-Training und sicheres Verladen schon als Selbstlernkurs. Genau, das könnte ich mir jetzt vorstellen, aber wie gesagt, ich kann das jetzt nicht fix versprechen, sondern einfach dranbleiben. Genau, so. Zugriff habt ihr lebenslang. Genau, Lissi, das ist ja bei den Videos immer so und auch die Webinar-Aufzeichnung und auch die Mentaltraining-Sessions und so. Alle Videos bleiben für immer bei euch, alle E-Books, alle Lehrmaterialien. Das Einzige, was dann eben nicht lebenslang ist, ist mein direktes Coaching. Ja? Und das wird eben in diesem neuen Seminar über 4 Monate ganz intensiv sein. Und es gibt eine Facebook-Gruppe, die ich aber auch danach offen lasse. Das heißt, ihr könnt euch dann immer noch gegenseitig austauschen. Aber das wäre eben wirklich so gedacht, dass wir in 4 Monaten das gemeinsam Woche für Woche idealerweise durcharbeiten. Aber wie gesagt, jeder trotzdem in seinem Tempo und auch ohne Stress. Das wissen alle, die schon mal bei mir waren. Das ist mir ganz wichtig. Jeder lernt in seinem Tempo und wie er Zeit hat. Ja, und das ist auch wichtig. Genau. Die Birgit fragt noch, ist Reiten jetzt in dem neuen Kurs, die ganzheitliche Online-Pferdeausbildung, ein neues Thema oder ist es in dieser Form auch im alten Kurs schon enthalten? Also Birgit, wenn du die, das kommt ein bisschen drauf, welcher Jahrgang du warst. Das Goldige im Hintergrund ist eine sehr moderne Lampe. Genau, ich bin jetzt in meinem neuen Office. Das ist ganz schön, wir machen demnächst auch mal eine Tour der Office. Also wir zeigen euch das Office demnächst auch mal, wenn wir jetzt so ein bisschen fertig sind, mit Einräumen und Einrichten. Aber Birgit, da musst du mir kurz helfen, in welchem Jahrgang du warst. Es gibt natürlich Unterschiede von Jahrgang zu Jahrgang. Und 2020 zu jetzt sind die Unterschiede nicht so groß. Nein, es wird ja, Birgit, da arbeite ich auch schon nebenbei dran. es wird ja sozusagen einen Wiederholerkurs geben, wo wir dann auch ein bisschen mehr in die höhere Handarbeit und höheres Reiten und so weiter reingehen.
Und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Da habe ich auch total Lust drauf, weil ich ganz viele tolle Online-Ausbildungsteilnehmer ja habe und die das auch fleißig schon durchgearbeitet haben. Und deswegen wird es sozusagen einen Aufbaukurs geben. Ja, und da habe ich auch also richtig Freude dran, weil ich glaube, dass wir da ganz viel nochmal erreichen können. Aber das ist dieses Mal eben 2021, in dem 14.3. jetzt nicht dabei. Das heißt, es ist ein separater Kurs. Also wenn du weitermachen willst, noch neue Übungen, höhere Schule sozusagen, dann den Wiederholerkurs buchen, sobald es ihn eben gibt. Gibst du da auch Tipps, Claudia? Wo gebe ich Tipps? Überall gebe ich Tipps. Es ist ja auch ganz wichtig. Also bei Silber die Videos auf Facebook posten. Ah, jetzt an. Also es ist so, ich hab das jetzt ja bei der Zirzensik, während der Zirzensik aktuell ist, schon ausprobiert. Ich habe ja auch eine ganz, ganz mega tolle Admin und die liebe Agnes, die unterstützt mich ganz fleißig und die Facebook-Gruppen sind grundsätzlich für den Austausch da. Allerdings habe ich eben, wie gesagt, einen Admin, der auch auf die Videos draufschaut. Wenn jetzt irgendwelche Kommentare nicht das Ziel erreichen, was ich mir vorstellen würde, würde zum Beispiel in dem Fall eine Agnes eingreifen oder eine Toni in meinem neuen Online-Seminar. Aber ich schaue da ja auch ganz, ganz regelmäßig rein und gebe schon auch Feedback. Aber es kann jetzt natürlich nicht sein, dass man Silber bucht und dann jeden Tag irgendwie vier Videos einstellt und dann immer gleich sagt, Ed Sandra Fenzel, Ed Sandra Fenzel, Ed Sandra Fenzel, weil das ist natürlich dann auch den Goldbuchern gegenüber nicht fair. Ja. Genau. Handarbeit ist sicherlich auch eine gute Idee, ja. Pivo, das wollte ich ehrlich gesagt, das ist ganz witzig, weil ich habe gerade gestern darüber nachgedacht. Ich rufe die jetzt, glaube ich, morgen tatsächlich mal schnell noch an und frage mal, ob es da nicht einen Rabatt für meine Online-Ausbildungsteilnehmer gibt. Bei Pivo ist wirklich was, was man meiner Meinung nach sich ganz gut leisten kann. Wie gesagt, vielleicht schaffe ich ja noch einen kleinen Rabatt rauszuschinden. Und das scheint wirklich gut zu funktionieren. Ja? Also wartet noch ab, alle, die jetzt in meinem neuen Online-Intensiv-Seminar sind, wartet noch ab. Weil da wollte ich tatsächlich morgen nochmal schnell nachfragen und spätestens nächste Woche, denke ich, bekommt ihr dann Bescheid, weil ihr bekommt ja jetzt eigentlich im Endeffekt Woche für Woche neue Videos und neue News und Hausaufgaben. Es gibt jede Menge Hausaufgaben, auf die freue ich mich auch schon. Vielleicht sammle ich auch mal ein paar ein. So bekommst du es auch in der ganzheitlichen Online-Ausbildung dein Pferd geländesicherer, auf jeden Fall. Also ich hatte da ganz viele auch schon drin, die das Problem haben oder hatten, besser gesagt. Und das haben wir normalerweise gut hinbekommen. Genau. Nee, wartet mal ab mit dem Pivo. Wie gesagt, da geht sicherlich noch was. Also da bin ich mir ganz sicher, dass da was geht. Und wie gesagt, das Feedback, ich habe das jetzt so schon länger ein bisschen beobachtet und das Feedback scheint wirklich gut. Und deswegen, ich glaube, für den Preis kann man das schon machen. Also gerade wenn man so eine Online-Ausbildung macht, ist das, glaube ich, schon eine sinnvolle Geschichte und deswegen warte da noch ab unbedingt, weil ich glaube, da geht was. Morgen Mittwoch. Gut, Alison, man kann ja immer How-to-Videos machen. Das sind wir ja mittlerweile auch geschult drin. Ja, das Blöde ist halt immer, dass man dann meistens für die verschiedenen Handys auch verschiedene How-to-Anleitungen machen muss. Also ja. iPhone ist dann wieder anders wie Android und so weiter. Das ist das, was es immer so ein bisschen kompliziert macht. Aber da findet man schon eine Lösung, denke ich. Gut, ihr Lieben, sonst noch Fragen? Ich liebe auch Hausaufgabenliste und jeden Tag fallen mir neue ein. Das ist so cool. Ja, das habe ich auch schon gehört, Gerhard. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, erstens, also bei uns ist es ja sehr kollegial, Gott sei Dank am Stall. Das heißt, ich könnte fragen, okay, wenn ich hier oben auf dem Zirkel bleibe, ist das okay für dich? Und dann würden, glaube ich, die meisten in meinem Stall sagen, ist kein Problem, ich bleibe unten. Insofern wäre das schon mal vielleicht einfacher. Und das Zweite ist, ich persönlich, ich für mich, ich meine, das hat nicht jeder den Luxus, aber ich weiß relativ genau, wann viel los ist und wann nicht so viel los ist. Und ehrlich gesagt, dann meide ich einfach diese Zeiten, wo viel los ist. Den Aufbaukurs, Toni, weiß ich noch nicht genau, aber ich habe überlegt, vielleicht wäre das ein guter Kurs,
wie gesagt, dieses Jahr noch zu machen. Ich liebe Äugel da nämlich so ein bisschen damit jetzt, das auch ein bisschen vorzuziehen. Aber ich kann es jetzt noch nicht ganz genau sagen, Toni, weil ich weiß genau, wenn ich jetzt den Fehler mache und einen Monat nenne, weißt du, was das bedeutet, Toni? Wenn ich jetzt einen Monat nenne und dann ist dieser Monat oder kommt dieser Monat in dem Monat, dann bekommen wir wahnsinnig viele E-Mails. Diesen Fehler mache ich nicht mehr, weil ich schon daraus gelernt habe. Gib nie Monate an in Live-Sessions, weil deine lieben Facebooker und Instagramer und YouTuber, die merken sich das für immer. Und genau, wir kriegen so viele E-Mails, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, glaube ich. Ja, Sabine, du lachst, aber das ist so. Deswegen gibt es jetzt keine Monatsangaben in Live-Sessions mehr. Ja. Gibt es sonst noch Fragen, ihr Lieben, zu meinem neuen Online-Ausbildungsjahrgang? Oder zum Kurs von morgen oder zu Podcast? Ansonsten machen wir demnächst wieder normale Live-Sessions. Cool. Okay, ihr Lieben, also, wenn es jetzt nichts Spannendes mehr gibt, dann würde ich heimfahren zu Mann und Kind. Kind war nur Spaß, aber Mann, weil der wartet schon auf sein Abendessen. Ja, ich habe ja auch Hausfrauenpflichten. Gangpferdekurs Martha hatte ich ja eigentlich ganz fest dieses Jahr vor, ja. Also, da bin ich noch dran. Nur die Reihung ist noch nicht so ganz klar. Kommt da eher erst die fortgeschrittenen Geschichte oder kommt da zuerst der Gangpferdekurs? Genau, Martha. Aber das hatte ich eigentlich tatsächlich dieses Jahr noch vor als Starttermin. Aber das wird auf jeden Fall, also Gangpferde kann ich jetzt schon sagen, wird auf jeden Fall frühestens Herbst, weil das ist ehrlich gesagt noch eine gröbere Baustelle. Wir haben da ja wahnsinnig viel Videomaterial. Und das muss halt auch erstmal verarbeitet werden. Man kann sich das immer nicht so vorstellen, wie viel Zeit man braucht, bis da ein so ein Trainingsvideo irgendwie fertig ist, tatsächlich. Oh, schön, Stefanie, da freue ich mich. Cool. Schön, Martha. Das ist ja, die Vorfreude ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei so Sachen. Wisst ihr, der Gerd hat auch Hunger. Aber Friesen, glaube ich, es gibt ja tatsächlich töltende Friesen, Andrea. Ich weiß nicht, ob die Stute, die du jetzt in Betreuung hast, ob die auch töltet. Das ist gar nicht so selten bei Friesen, dass die tölten. Es gibt ja auch gar nicht so wenig Lusitanos tatsächlich, habe ich gelernt, die tölten. Das wusste ich nämlich auch nicht. Und am meisten, glaube ich, von nicht so typischen Pferden, Gangpferden, gibt es Traber, die tölten. Also die nicht auf das gezüchtet werden, aber wo das ziemlich häufig vorkommt. Genau, also wenn es jetzt kein Gangpferdefriese ist, Andrea, würde ich es dir nicht empfehlen, weil dann ist es zu speziell. Ja. So, ihr Lieben, okay. Also, wenn es jetzt nichts Spezielles mehr gibt, aber ich meine, ihr wisst immer, auch wenn ihr euch die Aufzeichnung anschaut, ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben an info@sandrafenzel.com. Wir machen das jetzt im Dreierteam, die Sophia, die Eva und ich. Wir beantworten E-Mails, was geht. Ja. Also Tag und Nacht tatsächlich. So. Echt? Das Podcast-Intro, Chrissy, das freut mich tatsächlich. Ich finde es nämlich auch für witziger. Ich finde es so ein bisschen motivierend. Und wisst ihr, was ich eigentlich cool finde? Dieses Intro ist extra für mich komponiert worden. Von meinem kleinen Brasilianer, dem Ednaldo. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil ich habe lange schon überlegt, was mache ich als Intro für diesen Podcast. Und ich wollte halt irgendwas, was ein bisschen witzig auch ist und was so ein bisschen, ja, auch ein bisschen Energie gibt. Ja. Und ich finde, er hat es mega gut getroffen. Also wir haben ein paar Tage gebraucht. Sagen wir so, ja, ist schon nicht so schlecht, aber es könnte noch ein bisschen anders. Und ich finde, er hat es mega gut gemacht. Aber schön, wenn es seinen Kindern auch gefällt. Hufekurs, ja, Helena, da sind wir leider immer noch dran. Aber dank Corona ist es, ich plane ehrlich gesagt nichts so lange, bis das nicht echt alles wirklich planbar ist, weil jetzt habe ich diesen Hufekurs schon zweimal verschoben und jedes Mal kostet mich das Geld und Aufwand und wahnsinnig viel Zeit.
Deswegen, bis jetzt Corona-Zeugs ganz vorbei ist, plane ich ehrlich gesagt keine Präsenzseminare, weil ich finde es zu nervig, jedes Mal dann da ewig rumzutun. Bei mir hängen ja da ganz viele Sachen dann dran, ja. Also nicht nur meine lieben Seminarteilnehmer, sondern es hängen die Hufe dran, die ich bestellen muss. Es hängt der Ort dran, es hängt ein Reitstall dran, ja. Also gerade dieser Hufe-Kurs ist einfach sehr, sehr aufwendig. Und jedes Mal, wenn ich den verschiebe, ist es ein mega Heckmeck. Und deswegen, ehrlich gesagt, warte ich jetzt wirklich ab, bis es wirklich auch ja, ganz entspannt einfach wieder normal geht, ja. Genau. Aber schön, wenn ihr schönen Kontakt mit der Sophia hattet. Das freut mich und das sage ich ja morgen gleich. Da freut sie sich auch sehr. Das ist ja sehr wichtig. Ja, sie gibt sich wirklich sehr Mühe. Die Sophia ist ja unser Youngstie sozusagen. Ist noch nicht so lange im Team, aber ich finde, sie macht sehr gut. Genau, ist ja auch Pferdetherapeutin, ja. Bis auf den Ednaldus sind wir ja alle echte Pferdemädels und das finde ich auch sehr cool. Alle wirklich Hardcore-Pferdemädels. Und ja, genau. Gut, ja, ich freue mich, Tinka Hafi Love, wenn du unseren Podcast anhörst, also sowohl von der Alexandra, Iris Cop Davy, als auch eben meinen eigenen. Und ja, ich freue mich sehr, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich freue mich auch super, wenn ihr ein paar Episoden gehört habt und sagt, ja, das war cool, da habe ich was mitgenommen. Freue mich natürlich auch total über eine Bewertung, weil Bewertungen wiederum auch bei Podcasts machen, dass dann besser gerankt wird und dann finden einen halt die Leute immer leichter. Und deswegen freue ich mich natürlich auch riesig, wenn ihr das an andere Pferdeleute empfehlt, wenn ihr eventuell auch mal eine Story macht oder eine Beitragsverlinkung oder so. Weil algorithmustechnisch ist es wirklich wahnsinnig schwierig geworden, Pferdefreunde zu erreichen. Das ist echt ein bisschen nervig. Und ja, für mich ist es wirklich auch Aufwand. Also dieses Podcast-Thema ist gar nicht so unaufwendig, wie ich dachte, ehrlich gesagt. Auch bis da so eine Episode fertig ist, dauert schon ein bisschen. Also nicht nur mit Intro und Outro, sondern generell. Deswegen, ich freue mich riesig, wenn ich das möglichst vielen Leuten natürlich dann auch zeigen und zur Verfügung stellen kann. Und ja, wenn ihr mich dabei unterstützt, da bin ich sehr, sehr dankbar. Und ja, bedanke mich schon jetzt. Und alle die, die ich morgen eben in meinem Online-Seminar mit dabei habe, freue ich mich auch schon riesig. Mittags geht die E-Mail mit allen Login-Daten an euch raus. Und ja, ich bin mir ganz sicher, es wird eine mega coole Zeit. Ich freue mich da mega drauf, weil da, wie gesagt, ist mein ganzes Herzblut drin. Es sind ganz, ganz viele tolle neue Videos dabei. Und ich glaube, es wird mega inspirierend, ja, also auch im Austausch miteinander. Und ja, da freue ich mich schon echt mega drauf. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ich schreibe euch noch kurz hier rein. Moment, ich schreibe euch noch kurz hier rein. Podcast findet ihr fenzel.com/, ganz einfach Podcast. Also sandrafenzel.com Podcast. Und wieso hat es jetzt das nicht angezeigt? Kann ich da nichts reinschreiben? Doch. Ah, da oben ist es jetzt. Und mein neues Online-Seminar findet ihr unter sandrafenzel.com. Verladekurs. Es ist aber eben, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, nicht nur verladen. Also es ist ungefähr so nur ein Fünftel. Also es ist ein wichtiges Thema. Aber wie gesagt, wenn wir alle anderen Sachen vorher gut gelernt haben und das werdet ihr gut lernen, dann ist Verladen wirklich easy peasy. Und da freue ich mich schon sehr drauf auf jeden Fall, weil es so wichtig ist, ja. Und ich sage immer, Verladetraining kann Leben retten, ja, weil ich habe schon Pferde gesehen, die sich nicht verladen haben lassen und wo man die Pferde dann nicht in die Klinik gekriegt hat mit einer Kolik. Oder mit einer Verletzung, wo es hätte schnell und entspannt gehen müssen. Und das kann wirklich ganz, ganz unschön werden. Ja, deswegen ganz ein wichtiges Thema. Das muss wirklich sicher funktionieren. Immer, egal ob es regnet, stürmt, schneit, ja, egal ob ihr übernachtig seid, das muss wirklich sitzen. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass wir da auch ein Bewusstsein haben, dass das auch wirklich so sein sollte. Und wie gesagt, wenn man alle anderen Vorübungen macht und die machen wirklich Spaß und die helfen einem in der Kommunikation, dann ist Verladen auch kein Thema mehr. Gell? Cool, die Kathi ist auch dabei. Freue ich mich. Sehr, sehr schön. Cool, da freue ich mich. Also, ihr Lieben, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Danke auch fürs Weiterempfehlen vom Podcast. Haben schon welche geschrieben, dass sie das fleißig gemacht haben. Danke auch fürs Anhören. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich eh nächste Woche, glaube ich, mache ich wieder eine normale Live-Session. Ihr bleibt ja immer informiert, wenn ihr Facebook, Instagram folgt, beziehungsweise meinem Newsletter fleißig auch lest und abonniert habt. Und genau, dann machen wir wieder normale Themen. Das wäre jetzt sozusagen mal ein einmaliges Special, weil wir einfach so viele Fragen gekriegt haben und so viele unsicher waren. Und wenn jetzt noch was offen ist, auch trotzdem gerne nochmal E-Mail schreiben. Ich habe diese Woche so viel telefoniert, wie echt ewig schon nicht mehr.
Aber mir ist es einfach wichtig, dass ihr dann auch wisst, was sind die Unterschiede und dass ihr das auch eben wirklich einschätzen könnt, weil wie ihr wisst, mir ist Kundenzufriedenheit wirklich wahnsinnig wichtig und ich möchte nicht irgendjemandem irgendwas verkaufen, nur dass ich was verkauft habe. Dazu ist mir einfach auch mein Ruf zu schade. Genau. Also, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Viel Spaß bei Tatort, die Tatort schauen. Vielleicht mache ich das auch mal. Einen Tatort im Monat schaue ich mir normalerweise an. Das könnte vielleicht heute tatsächlich sein. Und ja, ich wünsche euch was und freue mich auf morgen. Habt einen schönen Abend. Liebe Grüße. Baba. Ciao, Gerhard. Baba. Stimmt, Freitag habe ich ja schon wieder Webinar mit euch. Freue ich mich auch. Ciao.